So, ja. Also, wir starten in den letzten Programmpunkt des Abends. Und ich hoffe, ich werde hinterher nicht sagen müssen, ihr könnt uns beim Scheitern zuschauen, weil das Format, was wir jetzt ausprobieren, machen wir das erste Mal. Applaus online, genau. Online könnt ihr uns gut hören und könnt mich auf der Bühne auch gut sehen. Gebt mal einen Daumen hoch vielleicht, weil wir haben, genau, wir sehen euch nicht. Wir haben den Screen im Fullscreen, dass man hier was sieht. Je nachdem, wie eure Augen sind, als ich so da hinten war, konnte ich die Prompts nicht mehr lesen. Also wer die Prompts nicht lesen kann, aber lesen will, ist wie in der Schule, ne? Ich weiß, die Cool Kids sitzen immer hinten, aber kommt gern nach vorne. Wer von euch hat schon mal ein Prompt Battle gesehen oder mitgemacht? Jemand? Der Gerd da vorne? Einer? Zwei? Ich ja. Okay. Das heißt, ich würde euch jetzt mal erstmal erklären, wie so ein Prompt Battle abläuft. Ihr seht schon, wir haben hier vorne zwei Plätze für unsere Kombattanten. Und ihr kennt vielleicht den Film 8 Mile. Wer kennt den Film 8 Mile? War gestern erst dran, Lati, genau richtig. Also die Idee quasi im Hip-Hop und bei den Rappern auf der Bühne ist, zwei battlen sich gegeneinander. Also man misst sozusagen die eigenen Skills. Und je nachdem, wer da besser abschneidet, kommt eine Runde weiter. Ja, so wie Eminem quasi als B-Rabbit in 8 Mile dann gewonnen hat. Ich würde vielleicht bitten, weil es so ein bisschen laut hier auf der Bühne. Perfekt. Gewonnen hat, kommt quasi einer weiter und einer fliegt raus. Und rausfliegen heißt aber nicht, dass man dann verloren hat, sondern man war halt einfach in dem unterlegen und ihr kriegt alle einen kleinen Preis von uns. Also jeder wird einen Preis bekommen. Also ich erkläre mal, wie das ablaufen soll, respektive wie wir uns das gedacht haben. Wir haben hier oben unsere Prompt-Battle-Regeln. Wir haben acht Kandidatis, also acht Leute treten gegeneinander an. Ich musste so ein bisschen leichte Gewalt draußen anwenden, aber ich habe tatsächlich das Line-up da noch voll bekommen. Applaus an die Mutigen, genau. Also acht Stück. Dann haben wir insgesamt sieben Runden. Warum? Gerade ist Europameisterschaft, könnt ihr euch vorstellen. Ne? Wir haben eine Vorrunde. Die acht Kandidaten spielen jeweils in Zweierpärchen gegeneinander. Ja, wie das genau funktioniert, erkläre ich gleich noch. Und genauso wie es auch in der Europameisterschaft so ist, ab dem Viertelfinale ist K.O. Also das heißt, wer verloren hat, muss leider die Bühne verlassen, kommt nicht eine Runde weiter. Wer weiterkommt, kommt ins Halbfinale und dann entsprechend ins Finale. Wir haben uns Challenges überlegt. Gerd hat den Prompt Battle mal gemacht mit Text-KI. Wir machen den Prompt Battle mit Bild-KI, also ihr promptet mit einer Bild-KI. Und wir haben uns Challenges überlegt, das heißt, ihr kriegt Aufgaben oder die Kombattanten kriegen Aufgaben, die sie erfüllen müssen über den Prompt. Ja. Ja, maximal drei Challenges, weil um eine Runde zu gewinnen, muss man zweimal gewonnen haben. Das heißt, wenn du 2-0 hast quasi, dann ist die Runde zu Ende. Wenn es aber nach den ersten zwei Battles 1-1 oder zwei ersten Challenges 1-1 steht, wird eine dritte gemacht. Ja. So, dann kommt so ein bisschen der Zeitdruck rein. Ja, zum Prompten habt ihr nicht beliebig viel Zeit, sondern ihr habt nur 60 Sekunden. Bitte? Nein, die Fragen und die Aufgaben sind kurz und ich lese vor. Und das werden wir über eine Musik machen. Der Benny kann mal ganz kurz den Prompting-Clip einspielen. Also der geht so ganz locker los, wird dann so ein bisschen härter, ein bisschen hip-hoppiger. Und nach so ungefähr 60 Sekunden, kannst du wieder ausmachen, jetzt haben ihn alle mal gehört als Audiologo, so ungefähr nach 60 Sekunden setzt was ein, das hat eine Textstelle, drop it. Na, im Hip-Hop, weiß nicht, kennt ihr vielleicht Bühne, Mic Drop, also Mikrofon fallen lassen, macht ihr bitte nicht. Aber ihr müsst sozusagen dann, wenn ihr den Prompt geschrieben habt, also die vorne auf der Bühne sind, hier auf Generate klicken. Ja, das heißt, das ist der Punkt, wo die KI quasi anfängt zu generieren. Der erste Kombattant hat gleich eine wettbewerbsrelevante Frage. Ja, unbedingt. Hat man mehrere Versuche, also kann man innerhalb von den Nein, 60 One Shot. Sekunden. Gut, danke. Ganz nach Eminem, One Shot, genau. One Shot, one opportunity.
Genau, und wenn ihr da so ein bisschen drüber geht, so ein bisschen wie beim Lehrer, ne? Irgendwie letzten Satz fertig schreiben, Stift fallen lassen, ist okay. Wir müssen als Publikum dann entscheiden, ob wir gegebenenfalls irgendjemand disqualifizieren müssen. Das wollen wir natürlich nicht. So, die Bild-KI, also wenn ihr den Prompt abgeschossen habt, generiert die zu eurem Prompt 4 Bilder. Also ihr habt 4 Bilder zur Auswahl. Und da müsst ihr eins davon auswählen, die gekämpft haben. Also das, wo ihr glaubt, erfüllt am besten die Challenge, das wählt ihr aus und das wird dann groß angezeigt. So, das heißt, nach der Runde haben wir dann quasi von beiden Kombatanten sozusagen ein Bild zur Auswahl. Und dann kommt ihr alle ins Spiel, alle, die nicht mitprompten. Dann entscheiden wir nämlich per Applausometer. Ihr müsst Applaus geben für die jeweilige Lösung. Und die, die sozusagen den lautesten Applaus bekommen oder derjenige, der die Runde dann gewonnen. Wenn sich das ungefähr gleich laut anhört vom Ablauf, dann machen wir es einfach nochmal und machen ein Stechen. Ich weiß nicht, wer ist so ein bisschen, ist der Christian noch da? Da? Heute früh hat ja schon jemand gesagt, du könntest ein guter Notar sein. Wir könnten zusammen gucken, ob die Entscheidung passt. Ne? Nicht, dass jemand sagt, ich bin bestochen oder so. So, das hatte ich gesagt, 2 gewonnene Challenges ist eine gewonnene Runde. Also sobald man 2 Challenges für sich entschieden hat, ist die Runde gewonnen. Und wir haben 0 Toleranz für KI-Content-Filter. Also wer schon mal mit Bild-KI gepromptet hat und von einem Freund gehört hat, dass der vielleicht eingegeben hat, irgendwelche Menschen, die unbekleidet am Strand sind, kommt sofort eine Content-Policy-Warning. Also das heißt quasi, die KI darf das Bild nicht generieren. Und wenn ihr in so eine Policy-Warning reinlauft, gilt es als verloren. Ja, wenn beide reinlaufen in die Content-Policy-Warning, dann spielen wir einfach ein weiteres. Dann gilt die Runde als unentschieden. Wir haben natürlich versucht, uns Prompts zu überlegen, wo ihr überhaupt kein Risiko habt, in die Content-Policy reinzulaufen. Nicht. So, und dann hatten wir uns noch überlegt, mal noch ein bisschen leiser, genau. Dann hat man uns überlegt, es gibt von der HTW Dresden gibt's eine Software, mit der man solche Prompt-Battles machen kann. Aber so ein bisschen die Idee von der LostCon ist ja auch, dass man so Formate hinterher vielleicht in die eigene Organisation übertragen kann. Und da darf man in der Regel so eine Spezialsoftware nicht nehmen. Deswegen haben wir uns so ein bisschen einen Hack überlegt, wie wir das hinbekommen. Das heißt, ihr promptet mit Dolly, also aktuellem Dolly, aber über den Microsoft Designer. Na, aber ich weiß zum Beispiel vom Marcel hatte das mal erzählt, Conti, ne? Ihr habt Designer im Einsatz, also Idee ist, dass ihr hinterher auch alle eine kleine Checkliste kriegt, wie man so ein Prompt-Battle in der eigenen Organisation dann vielleicht auch machen kann. So, dann gibt es natürlich tolle Preise. Also eine symbolische Darstellung. Der kleine ist quasi der Schlüsselanhänger Suri. Der mittlere für 2. bis 4. Platz ist der 20 cm Suri und der Gewinner kriegt den 30 cm Suri, der ist so groß wie der am Feuer steht. Da könnte mal jemand aus dem Orga-Team, der nichts zu tun hat, da steht eine Kiste im Lager hinten, da sind die drin, vielleicht mal hier rausbringen, dann haben wir die direkt. Ist es soweit? Klar. Oder hat irgendjemand auch von den Kombatanten Fragen? Jetzt wäre der Zeitpunkt, wo wir Fragen stellen können. Gerd. Ja, Gerd will gleich alles wissen, damit er hier möglichst schnell... Ja, wir sind doch Wissensarbeiter hier, dann will man das auch wissen. Hast du mal ein Beispiel für so eine Challenge? Oder? Ein Beispiel für eine Challenge, ja. Also zum Beispiel... wo siehst du das Achtsamkeitsleitfadenteam in 10 Jahren? Oder du kriegst ein Foto gezeigt von der letzten LostCon und die Aufgabe ist, prompte das nach. Also erstelle ein Bild, was so ähnlich aussieht. Oder so ähnlich wie möglich aussieht wie dieses Bild. Ja, da ist der Harald. Sabrina, ja, warte. Hat ja auch noch eine Frage. Sabrina. Ja, Sabrina, schieß los, bis ich zum Harald gelaufen bin. Die Doris und ich, und also wir würden online auch gerne mit abstimmen. Wir können nur nicht laut quatschen oder sollen wir dann quasi die Mikros aufmachen? Ja, ihr könnt, wenn wir klatschen, wenn ihr wollt, könnt ihr das für online organisieren, dass ihr Hände hebt, quasi einmal, wenn die klatschen für die einen und für die anderen und könnt ihr dann eine Tendenz durchgeben. Sie. Perfekt. Harald.
was ist, also das Ziel wäre jetzt das Schönste, Originellste, Schnellste, Verrückteste. Was ist denn das Ziel in Form von? Ja, das entscheidet das Publikum. Also das Ziel ist, die Challenge so gut wie möglich zu bewerkstelligen. Was findet ihr denn so toll? Okay, noch Fragen? Online noch Fragen? Dann vielleicht, bevor ich die Kombattanten zeige, ein Hinweis noch für die, die battlen. Wir haben hier jeweils zwei Funktastaturen. Dieses Touchfeld ist eine Maus, kennt ihr vielleicht vom Rechner. Dadurch, dass wir hier so ein kleines Gerät zwischengeschaltet haben, was uns die vier Bildschirme zusammenführt, gibt es so ein bisschen Latenz zwischen ich tippe hier und es erscheint hier. Ne, also am besten überlegt euch mal den Prompt, wie das so sein soll. Die Cursor schauen wir, dass wir hier schon reinsetzen, also dass die da blinken. Das heißt, ihr könnt dann direkt das Prompten anfangen. Und wie gesagt, seid ein bisschen geduldig mit der Anzeige, weil die hat eine leichte Latenz von einer Sekunde oder so. Okay, dann stellen wir mal die Kombattanten vor. Nummer 1 Kombattant ist der Thomas Rensinghoff mit seinem Battle-Name Nox Fox. Wo bist du, Thomas? Da hinten. Die Nummer 2, der Stefan mit Einstein. Einstein, Battle-Name. Sehr gut, Einstein, ja, wow, wow, wow. Dann haben wir Gerd Stumm, der mit vielen Fragen sich schon in eine positive Position manövriert hat. Der Wortschmied. Dann haben wir die Jasmin Hoffmann als Prompt-Empathin, die mir schon gesagt hat, dass sie ganz heiß ist, heute drauf das Ding zu rocken und zu gewinnen. Hier vorne, die Jasmin. Dann haben wir den Harald, der nicht etwa als Prompt-Name Kilter hat, was komisch klingen würde, sondern das zweite ist ein I. Eine Kita, aber mit KI. Harald. Dann haben wir die N. Derzbach als Kürer im Ring, da hinten. Und dann haben wir noch als letzte die Silvia Roderus. Wo sehe ich die? Da hinten. Ich habe den Bernd vergessen. Ah! Ja, ich könnte jetzt irgendwie sagen, es war absichtlich, weil Eminem in 8 Mile Be Rabbit heißt und Be Shaka natürlich passt, aber selbstverständlich. Bernd Sievers, Be Shaka. Okay, und der Modus ist so wie es jetzt hier da steht, spielen wir die durch. Also ein spielt gegen zwei, drei spielt gegen vier und so weiter. Rest könnt ihr euch denken. Und dann werden sozusagen welche übrig bleiben und wir kriegen eine neue Paarung, die ich dann jeweils vorlese. Passt für alle, ist der Modus klar? Das klingt so. Dann würde ich den Nox Fox und den Einstein bitten, hier nach vorne zu kommen. Direkt gefunden. Es müsste so eine graue Kiste da stehen mit den Stofftieren drin. Ich schau mal kurz, Sekunde, mach mal irgendeine Zwischenmoderation. Ich mache eine Zwischenmoderation. Wenn kurz vorm Start, wie geht's dir? Alto Belli, also, warte mal. Ich bin voll aufgeregt. Ja, wunderbar. Schaut's bei dir aus? Geht mir genauso. Wunderbar. Simon sucht jetzt die Tiere, die ihr gewinnen könnt. Freut ihr euch über die Gewinne? Also meine Kiddies auf jeden Fall. So. Sehr schön, Christian, ich weiß. Wunderbar. Sein. Also, nochmal in echt. Kleiner Suri, mittlerer Suri, ganz großer Suri. Also, dann darf ich euch bitten, Platz zu nehmen. Thomas hier, Nox Fox hier, Einstein rechts. Macht euch mal so ein bisschen damit vertraut. Wie gesagt, der Cursor blinkt schon. Tipp mal ein bisschen, dass ihr seht, wie die anschlägt. Oder du kannst auch Deutsch prompten. In der Regel funktioniert Englisch ein Tick besser, finde ich. So, seid ihr
Funktioniert das einigermaßen? So, so, so. Den lässt gleich stehen, oder? Alles klar. Also, dann würde ich sagen, machen wir mal die erste Challenge. Sekunde. Die erste Challenge ist die LernOS Convention auf der Kaiserburg in Nürnberg. Verinnerlicht? Wie im Film, Spin That Shit, DJ, wir brauchen den Song, 60 Sekunden. Ja, jetzt geht's los. Ihr hört schon, die Musik wird ein bisschen softer. Gleich kommt der Drop It. Satz fertig schreiben und auf Generate klicken. Die KI generiert jetzt die vier Bilder. Das dauert einen Moment. Oh, da kommen wir schon leicht in den Bereich des Illegalen. Generieren. Genau, mit der Maus einmal hier drauf, generieren, klicken. So, dann können wir die Musik ein bisschen ausfaden. Vielleicht ihr als Publikum, wenn ihr Tipps an rechts oder links habt, könnt ihr gerne auch sagen, welches Bild euch eher gefallen würde. Also da kann man ja so verschiedene Dinge auswählen. Also ihr könnt gerne Zwischenrufe tätigen, wenn ihr das wollt. Jetzt warten wir noch, bis das zweite Set an Bildern generiert ist. Und ich muss mir mal gerade was zum Schreiben noch holen. So, also jetzt überleg mal, helft Ihnen ein bisschen, welches Bild sollen Sie nehmen? Stift und Zettel, ja. So, vielleicht bis das Bild generiert ist, da muss ein bisschen überlegen. Was hast du dir denn gedacht und was war so deine Strategie zu prompten? Zuerst mal die Burg irgendwie darzustellen, dann ganz viele Menschen, die scheinbar irgendwie da reinströmen und Bock haben auf die LernOS. Weil ja. Wie soll man LernOS darstellen? Aber er hat es besser hingekriegt. Na, das darfst du nicht sagen jetzt. Und die Großschreibung, was hat es damit auf sich? Dass ich die Taste. Die Taste, es war gar nicht absichtlich. Okay, ja, aber es funktioniert auch. So, bei dir, was war bei dir? Ja, meine Idee war, dass hier zu viele Dinge den Kontext nicht so erfassen können, sodass ich gedacht habe, ich baue mir eine Krücke ein, einer Graduation Ceremony, sprich in Amerika, wenn sie alle ihre Hüte schmeißen lassen, weil dann ist klar, ne, alle sind hier happy, wir haben vielleicht jemanden, der spricht und dann gucken wir mal, wie es zusammenpasst. Okay, also, dann habt ihr gehört, was die Ideen waren. Die zwei Bilder sind da, ich springe hier nochmal zurück. Erstmal den Applaus hier links für unseren Kombattanten Nummer 1, den Thomas. Okay. Dann machen wir noch die Nummer 2. Zweiter Kombattant, der Stefan. Ich würde sagen, ich weiß nicht, Doris, Nicole, online, wie sieht da die Abstimmung aus? Ich hätte gesagt, hier ist fast gleich auf, oder? Ja, aber leichte Tendenz zum Ersten. Thomas. Okay. Ja. Wie sieht es online aus? Ich glaube, wir müssen online noch ein bisschen üben, einfach handheben. es ist von Klatschen und Handheben war alles dabei. Also wir können gerne noch das Zünglein an der Waage spielen, wenn man kurz einmal die Onliner abstimmen lässt. Für Bild 1 jetzt die Hand heben.
Fünf sehe ich, fünf. Genau. Okay, Hand wieder runter. Und jetzt die Hand für Nummer zwei. Da haben wir vier. Also, vier. Kleine Tendenz. Da müssen wir ein kleines Stechen nochmal machen hier, oder? Oder Zünglein an der Waage war, Thomas, 5 zu 4. Ist das okay für dich? Alles klar, also Thomas gewinnt die erste Runde. Fenster zu, also hier einmal auf das X. Dann mache ich schon mal die zweite Challenge auf. Ha? Die bleiben, ja, genau. Also jetzt wieder in das Description-Feld rein. Genau, dann am besten einmal Cursor rein, Steuerung A und dann alles löschen. Genau, perfekt. Da auch Cursor in das Feld. Irgendwo rein, ja, einmal reinklicken links. Steuerung A. Ja. So, ha? Nein, es gibt kein Memory bei der Bild-KI. Nee. Genau, also zweite Challenge. Das ist der Einstein mit AI vorne dran, ja. Das ist ein normaler Dolly-Content-Filter, genau. Also, das heißt, erstelle das nebenstehende Bild. Einstein, bin der DJ. Ja. Tafel. Weiß jemand, was Tafel auf Englisch heißt? Blackboard? Blackboard. Ist das ein unfairer Prozess? Nee, nee. Ist der Publikum zu gewinnen? Okay, gleich kommt der Drop. Satz fertig schreiben und auf Generate klicken. Sehr schön. Strategie beim zweiten Prompt. Was hast du gemacht? Immer noch die Feststelltaste gesucht. Okay. Beim dritten Mal ist man durch die Lernkurve in der Regel. Ja, ich suche immer noch die Spracheingabetaste, aber die gibt's nicht. Ja, die gibt's leider nicht. Nee. Bei dir? Irgendwas anderes zum ersten Prompt? Nee. Alrighty. Das wird nicht so einfach. Disney ist scheinbar nicht der Urheberrechtseigner von Einstein, so wie es aussieht. Genau, einfach mitten einmal aufs Bild, dann wird's groß. Ja, okay, lass mal sacken, vergleicht mit der Challenge. Wir fangen jetzt einmal an mit dem Applaus für den Stefan, dass wir es mal umgekehrt machen. Also Applaus für dieses Bild hier. Okay, und dann ein Applaus für den Thomas. Also ich weiß nicht, ob man online, habt ihr eine andere Meinung am Ende? Online war das zweite Bild klarer Favorit. Das zweite Bild war klar favorisiert. Mit wie vielen Stimmen? Mit 3 zu 0. 3 zu 0, okay. Aber ich glaube, hier im Raum war die Entscheidung... Ha? Ach, für das zweite, was wir geklatscht haben. Alles klar. Super, danke dir. Du kriegst einen kleinen Suri, aber auf jeden Fall. Danke, dass du dabei warst. Dich sehen wir nachher wieder. So.
So, jetzt, es werden Challenges kommen. Da braucht ihr den Kanal Prompt Battle auf Discord. Das sage ich euch nur schon mal, sucht den schon mal aus. Auch die Onliner, da könnt ihr nämlich mitmachen. So, dann würde ich die zweite Runde willkommen heißen, nämlich den Gerd Wortschmidt und den Bernd Bischacker. Nehmt Platz, Applaus für die zwei Kombattanten. Genau, macht einmal das Fenster zu. Die Feststelltaste ist eigentlich, aber die müsste, war die nicht schon weg? Nee, ist die hier. Genau, ruft euch ein bisschen ein. Wie gesagt, wir haben gewisse Latenz da drauf. Dann in das Description-Feld. Da kannst du mal ein paar Buchstaben reinschreiben. Also es gibt schon tausend Ideen, wie man das Setup natürlich verbessern kann dann beim nächsten Mal. Auch mit eigenem Monitor vor sich und so. Steuerung A einmal am besten und dann zurück. Perfekt. Was glaubt ihr? Wer wird das Rennen machen? Was ist deine Strategie? Ich habe keine. Du hast keine? Okay, das ist immer eine gute Strategie. Gerd, bei dir? Einfach drauf losprompten. Drauf losprompten. Okay. Also, nächste Challenge. Sekunde. Das dürfte aber beim Prompt keinen Unterschied machen, glaube ich. Jetzt ist er weg. Okay. Also, das Publikum schlägt Worte im Kanal Prompt Battle vor. Der Moderator wählt drei und ihr erstellt daraus ein kohärentes Bild. So, also ich setze mal hier meine Brille auf. Ich sehe von der Nicole Nürnberg, VUCA Rocker, Lost Corn. Das sind die noch nicht. Ich lasse erst mal ein paar laufen. Lifestyle, Convention, Sommergewitter, Sandsack, KI, Eichhörnchen, Suri, Community, Eichhörnchen. Nee, warte, ich suche die noch aus. Ich lasse mal noch ein bisschen laufen, dass viele die Chance haben. Genau, also wenn ihr mal Eichhörnchen, Kollaboration und KI-Roboter. Eichhörnchen, Kollaboration und KI-Roboter. DJs, bin der Shit. Eichhörnchen, Community, KI-Roboter. Kollaboration, sorry. Eichhörnchen, Kollaboration, KI-Community. So, wir gehen in den Drop. Okay, Satz so langsam fertig schreiben. 5 Sekunden habt ihr extra, weil die habe ich verbummelt am Anfang. Und dann geht's auf. Ich glaube, der generiert noch nicht. Er kann schon. Genau. Ja, ja, ja. Okay. Also, generieren. So, die KI denkt. Ja, okay. Ja. Das entspricht das deinen Ideen, die du beim Prompten hattest? Ich weiß nicht so richtig. Okay. Gerd, ist wie bei dir? Ist rausgekommen, was du gedacht hast? Nicht ganz, aber es sieht originell aus. Sehr schön, sehr schön. Also wählt euren Kandidaten aus. Ich habe übrigens keine Ahnung, warum das hier drei sind und nicht vier. Aber gut, du musst halt aus drei auswählen, das ist ein Regelbruch. Auf den in die Mitte am besten, so, nicht zum Download, ja. Und die Onliner gleich dran denken, Handy zu heben? Okay. Ja, wo? Hier? Da, hier, in Teams Eichhörnchen, sehr cool.
Okay, also lasst sacken. Erste Challenge, den Applaus für Gerd, das linke Bild. Da kommen online 5 Stimmen dazu, wenn ich richtig gesehen habe. Und den zweiten Applaus für Bishaka. Online 2 Stimmen. Also ich würde sagen, die erste Runde geht an den Gerd. Ist das okay? Faires Team. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Okay, also prompt so, Felder leeren. Ich muss ja gerade gucken, was das nächste ist. Oh ja, das ist ein schönes. Das ist ein schönes. Genau, wieder rein, Steuerung A, prompt leeren. Ich schalte in der Zeit schon mal um. Die nächste Challenge ist, wie sieht die LernOS-Community in 10 Jahren aus? Sehr schöner Visionsprompt. Vielleicht Christian, ne? So explore the big picture und so, in Zukunft gepromptet. Okay, also ihr seid soweit. DJ, spin that shit. Okay. So, generieren. Was sind die Future Generistic Tools available in 10 Jahren? Was erwartet uns da? Das ist immer gleich. Nee, aber was hast du im Kopf gehabt? Was denkst du, was es da gibt? VR. Irgend sowas in die Richtung. Alle Metaverse. Warte mal, der hat noch nicht generiert, glaube ich. Oh. Was hattest du, Gerd? Irgendwas mit 70s und... Ich dachte Back into the Future irgendwie, so ein bisschen okay. Retro und ja. Sehr cool, auch Motto von der LostCon vor 2 Jahren drin. Ja, das stimmt. Ja. Hast du das im Prompt gehabt, oder? Nee, okay. Also, welches soll gewählt werden? Jetzt sind es wieder 4. Wie man schön sieht, Text generieren ist immer schwierig bei KI, haben wir auch gerade im KI-MOOC gelernt. Jetzt schauen wir mal. Ihr könnt gerne auch wieder Tipps geben. Zwischenrufe sind erlaubt. Okay. Bernd hat sich entschieden. Gerd hat sich entschieden. Alright. Also ich würde sagen, wir sind so eine Mischung aus. Wir kaufen im 70s Retro-Laden ein und im Metaversum. Was ja durchaus für eine diverse Community spricht am Ende. Also, macht euch bereit, wir machen wieder links erst den Gerd, der Applaus für den Gerd. Okay. Und jetzt Applaus für den Bernd. Oh. Okay. Ich habe online nicht mitgezählt, aber ich würde sagen, es steht 1-1, oder? Fair. Okay. So, dann haben wir noch eine Challenge, da müssen wir sozusagen ein Stechen machen. Macht mal erstmal euer Felder zurück. Ja, wir haben ja, also bei der Challenge haben wir uns überlegt, das war ja in vor einem halben Jahr oder so, stand ja mal im Raum, Prompt Engineering ist der neue Job und wir müssen alle Prompt Engineering studieren, da sind wir ja wieder weg davon.
Aber die Frage ist so, stell dir vor, du bist ein Prompt-Engineer. Wo siehst du dich in 5 Jahren? DJ, spin that shit. So langsam. Ist natürlich klar bei Bernd, dass wir alle auf Surfboards stehen müssen. Logisch, logisch, logisch. Nee. Wo kommt B-Shaka her? Shaka ist das Surfzeug. Ah. Ist das nicht Hang Loose oder sowas? Okay. Also einmal generieren. Was erwartest du? Was kommt raus? Ich hoffe, ein cooles Bild. Oh, was? Was? Arbeitslos und Taxifahrer oder wie? Ja, prompten, verliert an der. Okay. Also ich würde sagen, jetzt müssen wir mal überlegen, ob das ethisch korrekt ist, über den Berufsstand der Prompt-Engineers zu entscheiden. Aber ich denke, wir machen es einfach mal. Sucht euch euer Bild aus, welches es werden soll. Da kommen deine VR-Brillen, Harald, oder? Alright, alright, alright. Ja. So, also, euer Applaus für Gerd, Prompt-Engineer, den Schwarz-Weißen rechts. Und der Applaus für B-Shakas Prompt-Engineer rechts. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch auch. Damit sehen wir den B-Shaka in der nächsten Runde und du bekommst aber natürlich auch einen kleinen Suri. Danke, dass ihr mitgemacht habt. So, dann die nächste Runde. Nach der Vorrunde machen wir eine kleine Pause, da könnt ihr dann Wein und Bier auffüllen. Wir brauchen die Jasmin auf der Bühne, die Prompt-Empathin. Sehr schön, sehr schön. Und den Harald aus der Kita. Kommt auf die Bühne. So, macht mal hier, klickt auf das Kreuz, dass der weg ist. Macht euch so ein bisschen vertraut mit der Tastatur. Wie gesagt, die lecken ein bisschen eine Sekunde. Genau, genau, genau. Aber es sind gleiche Bedingungen für alle, die sind für alle gleich schlecht. Ja, die geht schon in die Richtung. Ja, jetzt ist sie zu weit. Bisschen schneller, Jim, bisschen schneller, Jim. So, dann hier, genau, hier rein. Einmal Steuerung A. Ja, perfekt. Perfekt. Hier reinsetzen den, genau. Dann hier rein, Steuerung A und einmal wegmachen. So. Ja, das, also man konnte das nicht planen, aber dass Harald jetzt auf der Bühne sitzt, ist natürlich sehr lustig, weil Harald, du bist Bestandteil des nächsten Prompts. Es ist ein Bildprompt und der Bildprompt heißt, erstelle das nebenstehende Bild. Und diejenigen von euch, die dabei waren, das war die Tanzeinlage letztes Jahr von Sandra und Harald. Ihr seid soweit? DJ, Music, go! Time, drop, time, drop, time, drop, time, drop, time, drop.
Zu mir eine Flasche Wasser. So langsam. Für dich, Harald, ist ja quasi ein Prompt-Selfie sozusagen, ne? Das haben wir erfunden heute Abend. Okay, danke dir. Start fertig schreiben, einmal generate. Wie war der erste Prompt? Du hattest ja vorher ein bisschen Sorge. War schlimm oder ging? Ja, alles gut. Alles gut, okay. Harald, bei dir? Ja, Spiegel ist einfacher. Was ist einfacher? In Spiegel schauen. In Spiegel schauen, ja, naja, gut, das wäre ja einfach. So, also, da kommen schon die ersten Bilder. Das sind auf jeden Fall ein Mann in Dunkel und eine Dame in Rötlich. Kannst schon mal drüber nachdenken, welche du nimmst. Oh, da. Die Sandra. Alright. Also, sucht euch euer Bild aus. Ich weiß schon, Sandra, wenn du nächstes Jahr hier bist, was ich dir spendieren werde. In die Mitte klicken, nicht auf den Download, genau. Ihr könnt gerne auch wieder zwischenrufen. Nein, in die Mitte vom Bild, nicht in das mittlere Bild. Okay, also, wir haben die Bildauswahl. Zunächst euer Applaus und Online-Abstimmung für die Jasmin und ihr Bild. Okay. Gut. 4 zähle ich um. Und dann euren Applaus für Haralds Bild der Tanzeinlage. 4-3. Fand ich nah beieinander. Ich glaube, wir müssen ein kleines Stechen machen. Nochmal den Applaus für Jasmin und entscheidet euch jetzt. Okay. Und den Applaus für den Harald nochmal. Ich würde sagen, ich muss kurz zu meinem Notar, aber ich glaube, die erste Runde geht an die Jasmin, oder? Wahrscheinlich. Was sagt die Online-Welt? Gibt es 4? Die Online-Welt sagt in der zweiten Runde ganz knapp für den Harald, in der ersten Runde ganz knapp für Jasmin. Dann würde ich sagen, gleicht sich das aus und hier war das Zünglein an der Waage bei der Jasmin. Also erste Runde geht an die Jasmin. So, geht in Ausgangsposition zurück. Oh, das nächste wird gut. Bitte? Unerwartet gut. Okay. Dann lernen wir die Promptfelder und in der Zeit kann ich hier schon mal die nächste Challenge auflegen. Erstelle eine Kombination aus deinem Lieblingsessen und deinem Lieblingstier. Beziehungsweise umgekehrt, aber es ist das Gleiche. Mr. DJ, Music please. So, langsam geht's in Drop.
Genau, könnt ihr auch generieren, sehr schön. Ihr habt auf Deutsch und Englisch gepromptet. Warum Englisch, Harald? Was versprichst du dir davon? Ja, mir hat jemand gesagt, Englisch versteht das Ding besser. Okay. Du hast auf Deutsch gepromptet? Da fühle ich mich wohler. Okay, ja, auch gut, sehr gut. Dann schauen wir mal, was da rauskommt. Ah, okay. Was war dein Lieblingsessen? Spaghetti, okay. Okay, okay. Okay. Was war das Tier hier? Ein Frettchen. Das sieht ja fast aus wie ein Erdmännchen, gar nicht weit weg. Also könnt gerne wieder zwischenrufen. Okay, das war schnell ausgewählt. Alrighty, also dann euer Applaus für die Jasmin und das linke Bild. Okay, und dann das Frettchen mit den Spaghetti vom Harald. Also ich würde sagen, vor Ort haben wir jetzt ein 1-1 wahrscheinlich, also würde ich an Harald geben. Ich weiß nicht, online, wie sah es da aus? Kein Veto zumindest. Ist das okay für dich? Ja, voll. Ich finde deins auch wunderschön. Okay, sehr schön. Na, das sind ja Battles. Da kann sie Eminem noch was von online für Harald. Bitte? Starker Vorsprung für Harald online. Okay, also dann passt es. Dann müssen wir ins Stechen. Ich schau mal hier. Ja, okay, der wird auch gut. Der wird auch gut. Einmal die Prompteingaben leeren. Ich schalte hier schon mal um auf den nächsten. Eine Eigenschaft an deinem Gegenüber, die dir besonders gefällt. Das kann äußerlich sein, kann auch innerlich sein oder Wissen oder Erfahrung. Benedikt, Music please. Der Kampf gegen die Technik. Okay, links wird schon generiert. Wir hoffen, dass Disney nicht in der Content Policy von Dolly vorkommt. Aber es sieht nicht so aus, weil das käme normalerweise, käme das schneller. Ah, ja, das ist ja so fast aus, als hättest du ein Foto gemacht. Was ist die gepromptete Eigenschaft? Grünes T-Shirt und freundliches Lächeln. Okay, freundliches Lächeln, sehr schön. Und bei dir? Ja, ein freundliches Lächeln einer Dame mit... Sehr schön. Das ist aber blau, sehe ich. Das ist nicht so richtig grün, glaube ich. Sehr schön. Okay, also dann euer Applaus für Jasmin. Jetzt kommt es drauf an. Ja, natürlich. Erstmal das Bild auswählen. Was geht dir durch den Kopf? Ich werde künstlerisch tätig werden müssen, glaube ich. Das T-Shirt kriegst du nächstes Jahr. Du musst noch auswählen, Harald. Wir stellen die nachher alle bereit, alle, die kreiert worden sind. Ja, nee, wir ziehen dann alle runter auf einmal. Harald, du musst dich entscheiden, sonst müssen wir dich disqualifizieren. Ja, sehr hilfreich, sehr hilfreich. Alright, okay. Also dann jetzt der Applaus für Jasmin.
Online sah ich 7 insgesamt und der Applaus für Haralds Bild. Ja, ja, muss ich sagen. Also erstmal Glückwunsch dir. Erste Runde überstanden. Danke, dass du dabei warst, Harald. So, und hier ist dein kleiner Suri. Danke. T-Shirt kommt nächstes Jahr. So, Sekunde, ich muss hier zurück. Dann das letzte Spiel in der Vorrunde. Da brauchen wir die Anne-Kyra auf der Bühne und die Silvia. Ein Damenduell. Kleiner Applaus für die beiden, die sich getraut haben, hier oben einmal auf das X und zumachen. Genau, ja, müsst ihr euch so ein bisschen, ja, muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen. Das ist wie das Stadion in Frankfurt, wo der Rasen immer wegrutscht. Genau, dann in das Description Field einmal rein. Ab dann wird es einfacher. Einmal den Cursor hier reinsetzen, Steuerung A, alles markieren. Hat schon jemand das Motiv bei Spreadshirt eingestellt? Ich hätte das T-Shirt auch gern. Genau, einmal hier in den oben in das Feld da. Ja, genau. Dann links klick, links ist der hier, genau. Der warst du gerade. Einmal, ja, jetzt einmal hier rein. Reinklicken, dann Steuerung A, dann ist alles markiert und dann einfach einmal die Rücktaste. Okay, ihr seid bereit für die nächsten Prompt. Der nächste Prompt ist wieder einer mit Chat. Das Publikum schlägt Worte im Kanal Prompt Battle vor. Der Moderator wählt 3. Ihr stellt ein kohärentes Bild. Also, da können jetzt wieder die Onliner viel mitmachen. Ich guck mal hier, was kommt. Da kommt schon Bier. Da kommt von der Kypra Süßigkeiten Snacks. Lifestyle, Bodensee sehe ich da. Gletscher, Gandalf, Tomatensalat. Ah, das ist super. Spiritualität, Frodo. Oh, jetzt wird es schnell, Schlange, Meer, Kichererbsen, also das ist ganz gut. Wir machen mal hier, wir machen den Lifestyle und den Tomatensalat und die Schlange. Lifestyle, Tomatensalat und Schlange. DJ, spin the shit. Ihr könnt das von hinten nicht sehen, aber die sind ganz schön angestrengt und schwitzen und die Muskeln spielen unterm Shirt. So, also langsam den Prompt fertig und generieren. Könnt ihr gerne noch fertig schreiben, ja. So, du hattest ein Fotorealistik in deinem Prompt. Ja, war einfach mal gespannt, was rauskommt dabei. Okay. Hast du vorher schon gepromptet, Bild-KI? Ja. Ja, okay. Bei dir? Ich habe noch nie gepromptet. Einfach mal drauf losgeschrieben. Einfach drauf losgeschrieben, okay. Dann schauen wir mal, was rauskommt. KI denkt, KI denkt, okay. Ja. Okay, das geht da doch in eine ähnliche Richtung. Das Fotorealistik, würde ich sagen, kann man deutlich sehen. Sucht euch eines aus. Ihr müsst noch sagen, ob links oder rechts, also quasi ob Anna oder Silvia. Alright, wir haben die Bildwahl. Durchaus sehr unterschiedlich. Euer Applaus für Annas Bild. Und online natürlich die Hand heben wieder. Warten wir mal noch ab. Online sehe ich 2 im Moment. Okay. Hände wieder runter. Und den Applaus für die Silvia. Applaus.
Okay. Fünf Hände, sechs Hände online oben. Ich würde sagen, erste Runde geht an Silvia. Dann macht eure Promptfelder fertig. Das nächste wird eine Bild-Challenge. Das wird eine, die könnte uns in Richtung Content-Policy bringen eventuell. Ich schalte schon mal um. Suri muss natürlich auch mal im Urlaub sein. Erstelle mit dem Prompt das nebenstehende Bild. Warte mal noch mit Musik, Benedikt. Wir haben die Felder noch nicht leer. Erste ist leer. Ich glaube, die Maus ist nicht im... Na, ich glaube, das ist nicht gewählt, oder? Klick mal nochmal rein mit der linken. Genau, nochmal Steuerung A. Jetzt, perfekt. Okay, Musik. Okay, Prompt fertigstellen, so langsam aber sicher. Tiefenentspanntes Erdmännchen, sehr schön. Was denkt ihr, läuft jemand in die Content Policy rein oder nicht? Ich denke nicht. Nichts Kritisches im Prompt bei dir? Ich glaube auch nicht. Auch nicht, okay. Ah, okay, ja. Ja, also bei so Bildern ist man manchmal schon da reingelaufen. Ja, durchaus, durchaus. Dann schauen wir mal, was der zweite Prompt bildet. Natürlich auch bei Erdmännchen ist Aperol Spritz beliebt scheinbar, ne? So wie das aussieht. Okay. Schauen sind Kinder und Jugendliche anwesend. Ich hoffe auch nicht zu Hause an den Fernsehgeräten. Auch da wieder, ich habe keine Ahnung, warum es nur zwei sind. Wählt euch einen aus, den ihr haben wollt, ruft gerne rein. Hattest du das Erdmännchen irgendwie in dem Prompt drinnen? Oder? Ja, okay. Auf Deutsch oder Englisch? Auf Deutsch, okay. Und du hattest auf Deutsch oder Englisch auch Erdmännchen? Da sieht man mal, wie unterschiedlich die KI irgendwie da mitliest. Ich glaube, die Mischung war es. Frettchen und Lady in Cocktail. Okay. Aber viel Frettchen sehe ich da links nicht. Also die Frettchen, die ich bisher gesehen habe, sahen anders aus. Weiß nicht. Gibt das ja unterschiedliche Frettchen vielleicht. Okay, die Bilder sind da. Die Bilder sind da. Euer Applaus für Anna. Okay, online auch die Hände mitheben gerne. Ah, okay. Ja, ich denke, wer hatte von euch die erste Runde gewonnen? Du. Ja, damit haben wir ein 2-0. Ja, okay. Danke, dass du dabei warst. Applaus. Glückwunsch, Silvia. Und natürlich, Sekunde. Oh, wo sind die kleinen Frettchen? Da ist das letzte Kleine. Bitteschön. So. Damit haben wir unsere Finalistinnen und ich habe gerade so ein bisschen auf die Uhr geschielt. Ich würde einen kleinen Modusänderung vorschlagen. Wir spielen das Halbfinale und das Finale nur mit einer Challenge. Ja, weil wir haben so kurz nach 9, ihr wollt bestimmt noch ein bisschen plauschen. Ist das für alle okay oder gibt es jemand, der... Alright, dann brauche ich auf der Bühne den Thomas und den Bernd, wenn ich das richtig mitnotiert habe. Hoffe ich. Thomas, Bernd. Take a seat.
Schärft eure Waffen. Sehr fair, genau. Sehr fair. Ich kann euch schon mal erzählen, das nächste Challenge wird eine Bild-Challenge. Nochmal eine. Und ihr wisst, verschärfte Regeln, ne? Wie ist das früher im Fußball? Sudden Death, glaube ich, ne? Wer das Tor schießt, ha? Goldene Tor, genau. Wer das Tor schießt, ist raus. Erste Bronze ist fertig. Jetzt wird es so ein bisschen fies, weil ihr jetzt um das herum prompten müsst, worauf die KI trainiert ist. Steuerung A und dann, genau, Rücktaste. Fertig beide? Alles klar, ich mache den Prompt auf. Erstelle das nebenstehende Bild. Und einmal DJ Music, please. Schon gar nicht so leicht, wo man da den Einstieg zum Prompt findet. Ne? Okay, so langsam läuft die Zeit ab. Was musst du das alles wegmachen? Nee. Bisschen darfst du noch, das hat dir das Tool dazwischen gefunkt. Bicycle. Okay. Was war deine Strategie, das zu prompten? Ja, nicht bildhaft logisch ranzugehen, sondern in Komposition zu denken. Okay, Komposition zu denken. Ah, die KI, die versteht es schon, die versteht dich. Was ist deine Strategie gewesen? Erst die Form beschreiben, dann wie es ausschauen soll. Okay. Okay, dann schauen wir mal. Das Rad ist zumindest schon mal rund, würde ich sagen. Such dir das eckigste der runden Räder aus. Beide denken noch nach, okay. Ja. Welchen Prompt? Den hier? Den hier? Na, das ist kein Prompt, das ist, glaube ich, ein Kunstwerk. Das ist ein Kunstwerk. Oder Kitsch, müssen wir Dorothea fragen. So, also Bernd hat gewählt, was an der Form am nächsten dran ist. Thomas hat auch gewählt. Okay, also online, offline abstimmen. Einmal für den Thomas. Online sehe ich zwei, danke. Und einmal für den Bernd. Würde ich sagen, ist leicht mehr. Also herzlichen Glückwunsch, Bernd. Alles Gute. Schön, dass du dabei warst, Thomas. Dein 20 cm Suri, das ist schon mal eins größer. Herzlichen Glückwunsch. Okay, Bernd, eine Runde weiter. Und dann brauchen wir die Jasmin und die Silvia auf der Bühne. Und ich kann vielleicht, genau, gebt ihnen einen Applaus, dass sie nochmal kommen. Ich kann vielleicht ganz kurz, bis sie ihre Kampfarena vorbereitet haben, noch kurz was sagen zu dem Designer, je nachdem, was für eine Designer-Lizenz ihr habt. Ihr seht vielleicht hier oben, wie bei so Computerspielen, so Münzen. Wenn ihr den kostenfreien Designer wählt, dann habt ihr jeden Tag 15 solche Münzen und die zählen runter. Und wenn man diese Münzen nicht mehr hat, dann dauert die Generierung ziemlich lange. Ne? Also wenn ihr das mal macht, dann muss man so ein bisschen... mit Planen quasi. Also, seid ihr fertig, ihr beiden? Ja. Ihr seid beide fertig. Alles klar. Nächste Challenge.
OpenAI wäre nicht glücklich über dieses Bild. DJ, Music please. So, die Zeit läuft so langsam ab. Beide generieren. Warum ist OpenAI über dein Bild nicht glücklich? Weil es so einfallslos ist. Okay. Und über deins, was macht da OpenAI unglücklich? Es gibt keine Freude und keine Kreativität. Okay. Okay. Dann schauen wir mal. Ja, sehr unterschiedlich. Okay. Okay. Das könnte irgendwie so ein AI-Rechenzentrum sein, was nicht mehr gekühlt wird und was gerade abbrennt. Ja, befrag gerne das Publikum. Welches hier, welches rechts? Ganz rechts? Cloud-Verbot oder was ist das? Also wählt aus. Ja, wir haben Haufen Shirts nächstes Jahr, glaube ich. Sehr schön. Okay, also euer Applaus für Jasmins Bild und OpenAI. Online 5. Okay, und euer Applaus für Silvias Bild. Würde ich sagen, Glückwunsch, Jasmin. Und dein 20 cm Suri. Danke, dass ihr dabei wart. Ich würde sagen, Jasmin kann auch gleich hier bleiben, weil wir spielen jetzt das Finale mit dem Bernd. So, perfekte Diversity. Sehr schön. Einmal männlich, einmal weiblich. Applaus fürs Finale. Jetzt geht's um die Wurst. So, genau, macht euer Spielfeld fertig. Ist vielleicht auch was so als Wunsch dann als nächstes Jahr gilt. Genau, Prompt groß. Und ich mache hier schon mal den Prompt auf. Zu diesem Thema wünsche ich mir einen LernOS-Leitfaden. So, beide sind fertig. Jetzt geht's um die Wurst. Einmal Musik noch ein letztes Mal. Das Publikum feuert euch an. Hey.
So, im einen werden die Weltprobleme gelöst. Im anderen sind die glücklichen, entspannten Menschen. Das trifft ja auf jeden Fall schon mal zu. So, so langsam müssten wir. Da bin ich gespannt. Okay. Zwei Leute sind schon mal drauf. Eins im Manga. Was hast du da gehabt? Kreiert zwei Menschen. Genau, was wäre der Titel oder Titel des Leitfadens? Dass man seine eigenen Habits besser versteht. Ich habe keinen Überbegriff, ehrlich gesagt, sondern einfach so jeder. Den müssen wir noch erfinden, quasi. Ja, den müssen wir noch erfinden, okay. Aber dass jeder dann für sich selbst sich dann weiterentwickeln kann und vielleicht mit so in Richtung Mindset-Arbeit, aber noch mehr in die To-Dos, mehr in die Richtung Da reingehen. Also. Okay, Bernd, bei dir, Thema? In zwei Worten? Große zusammen. Ich weiß es nicht. So fast wie der OECD Learning Campus hier mit Wellbeing 2030. Okay. United Nations Learning. Okay, also euer Applaus für Jasmin. Nein, natürlich nicht. Ihr müsst erstmal aussuchen. Ja. Ihr müsst Jasmin und Bernd dazu sagen. Ja, okay, wir haben ausgewählt. Da würde ich sagen, einmal Applaus für Jasmins Bild und die Abstimmung online natürlich. Ich sehe, online kam keine Stimme dazu, oder? Okay, und den Applaus für den Bernd und die Online-Abstimmung. Und die 6, ich würde sagen, wir haben unseren Gewinner. Danke dir, dass du dabei warst. Sehr cool, 2. Platz. Und der Gewinner, der Bernd, 1. Platz. Ihr kriegt beide natürlich einen Suri, einmal den kleinen und einmal den ganz großen. So, ich bin erstmal zufrieden, dass das so einigermaßen geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Damit ist das Abendprogramm, also zumindest jetzt der formelle Teil, zu Ende. Vielen Dank auch für online, dass ihr mitgemacht habt, abgestimmt habt, in den Prompt-Battle-Chat geschrieben habt. Wir hatten es heute früh gesagt, wir können bis 10 Uhr hier bleiben, dann müssen wir raus. Also plauscht noch, vernetzt euch, trinkt, wie auch immer. Was schön wäre, wäre, wenn ihr so ein bisschen eure Flaschen auf den Tischen mit nach vorne auf diesen einen Wagen räumt, weil alle, die ihr nicht wegtut, müssen wir dann wegtun. Und damit macht ihr uns das Leben ein bisschen leichter. Also habt noch einen schönen Abend. Morgen um 9 Uhr geht es dann weiter mit der Eröffnung Tag 2.